Liebe Neothesis-Community, mein Name ist Tobias Scheel. Ich bin Professor für Wirtschaftsrecht an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Standort Stuttgart und unter anderem für Vorlesungen im Medienrecht zuständig. Ich möchte Ihnen ein Problem aus dem Rundfunkrecht schildern und hoffe auf angeregte Diskussionen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes gibt es in Deutschland eine duale Rundfunkordnung. Das bedeutet, dass es sowohl öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstalter genauso wie private Rundfunkveranstalter gibt. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten müssen danach die sogenannte Grundversorgung an Rundfunk leisten, während private Rundfunkveranstalter weniger gesetzlichen Vorgaben ausgesetzt sind. Dies geht auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zurück, wonach die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vor dem Hintergrund des Artikel 5 Grundgesetz, Stichworte Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit, dazu verpflichtet sind, ein umfassendes Programmangebot für die Zuschauer zu gewährleisten. Ich möchte mich allerdings mit Ihnen weniger über die Fragen des Inhaltes der Programmangebote unterhalten, als vielmehr über die Finanzierung. Bis zum 1. Januar 2013 wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch die Rundfunkgebühren finanziert. Seit 1. Januar 2013 wurde diese Finanzierung umgestellt auf den sogenannten Rundfunkbeitrag. Während bei der Rundfunkgebühr für das Bereithalten eines Empfangsgerätes gezahlt werden musste, ist es beim Rundfunkbeitrag so, dass für jeden Haushalt bzw. für jede Betriebsstätte ein Beitrag fällig wird. Ich würde mich interessieren, wie Sie zu dieser Reform stehen, welche rechtspolitischen Ziele der Gesetzgeber mit dieser Reform verfolgt hat und ob Sie der Meinung sind, dass diese Ziele durch die Reform erreicht werden können. Des Weiteren würde mich interessieren, ob es Alternativen zum Rundfunkbeitrag gegeben hätte, Alternativen, die ebenso zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks herangezogen werden könnten. Ich freue mich auf spannende Diskussionen.